Nein, das ist diese besonders Betroffene, sozusagen, wer es vom Straßenstrich in den Vorabend geschafft hat, der zeigt, dass ihm die Sachen nahe gehen, wenn ein schrecklicher Bericht zu Ende ist und sagt, ja. Nirgends kann man das so gut wie bei unseren geschätzten und verehrten Kollegen von Brisant. Furchtbare Bilder. Oh Gott, furchtbare Bilder. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Oh Gott, furchtbare Bilder. Ja, die verlängerte Winterpause scheint eine der wichtigsten Vertragssituationen mittlerweile zu werden. Sie droht auch Dr. Guido Westerwelle, dem Bundesaußenminister. Da haben sich jetzt enge Parteifreunde, das Gefährlichste, was einem im Berufsleben passieren kann, enge Parteifreunde haben sich in einem, ich glaube, Schloss oder in einem schönen Hotel getroffen, um zu sagen, wir alle wollen, dass Guido noch lange bleibt. Aber was, wenn wir ihn morgen wegschicken müssen? Was können wir tun? Ja? Die Historiker in meinem Team erinnern das an die untergehende DDR. Ja, natürlich, gibt's nicht mehr, habe ich eigentlich schon oft gesagt. Geht halt raus und guckt nach. Nein, es gibt keine DDR mehr, wir sind jetzt ein Staat. Und die Schlussphase der DDR und die Endphase der FDP erschrecken viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel in beiden Systemen am Schluss ein unverständlicher Mann an der Spitze. Beide Systeme hatten irgendwo das schönste Gesicht. Es gab in der DDR und es gibt in der FDP Überväter, die über allem schweben. Es gibt dann letzten Endes ein Bauwerk, das zum Stolperstein wird. In der DDR war es der antifaschistische Schutzwall, bei der FDP ist die 5%-Hürde. Beide Systeme hatten ihre schwarzen Schafe, das war leider so. Aber natürlich gab es auch in beiden Systemen einen sexy Betonkopf. Und sowohl die DDR auch als die FDP hatten in der Schlussphase kurz vor dem Untergang einen leider uncharismatischen Vorsitzenden. Ja, Sie können es historisch gerne überprüfen, aber für uns haben sich die Parallelen aufgedrängt. Aber nach so viel harter Politik wird es Zeit für ein bisschen Nachdenklichkeit und Besinnlichkeit mit einem Mann, den wir alle uns, glaube ich, in allen führenden Ämtern wünschen, die diese Republik zu vergeben hat. Ach ja.